Juhu, lieber Löwe, ich möchte mithilfe der Karten in deine Energien schauen. Die Zeit ist fließend und es sind kollektive Legungen, die können nicht auf jeden zutreffen. Nimm das mit, womit du in Resonanz gehst, aber gestalte dein Leben nicht nach den Karten. Okay? Mach es nicht passend. Wenn du damit nicht in Resonanz gehst, ist das einfach nicht für dich. Dann zieh einfach weiter. Über ein Abo, Like und auch Teilen dieses Kanals würde ich mich trotzdem freuen. Ja. Und dann wollen wir mal schauen. Für den Löwen bitte. Ein paar Überschriften. Starten wir. Ja, eine haben wir schon mal. Na. Für den Löwen bitte. Ja, die sollen das nicht sein. Entschuldige. Oh Gott, da liegt ein ganzer Haufen. Und da, nee, dann reicht das auch. Dann soll das auch reichen. Dröseln wir gleich mal auf. Aus diesem Deck nehmen wir bitte auch für den Löwen noch ein, zwei Botschaften. Fürs Kollektiv der Löwen. Okay. Neue Liebe. Okay. Und wo haben wir die anderen Kartis? Für den Löwen bitte. Da kommen schon einige Botschaften rein. Ja. Und eine noch für den Löwen, bitte. Der Ausgleich und die Balance. Mit dem Kartendeck habe ich das Rad des Schicksals. Okay, dann gucken wir mal, was haben wir denn da bekommen? Das heiratende Mädchen. Das große Übergewicht. Nach der Vollendung. Des großen Zähmungskraft. Die Umwälzung. Und das Schöpferische. Ja. Das Schöpferische. Ich habe hier zwei Thematiken liegen. Einmal muss ich dir sagen, mein lieber Löwe, da kommt eine neue Liebe in dein Leben. Etwas, was dich begeistert. Da kommt jemand in dein Leben, der das schafft, dich zu zähmen. Mhm. Ja. Hochzeit nicht ausgeschlossen. Da kommt Heiratsmaterial in dein Leben, lieber Löwe. Ja. Das verändert alles hier, die Umwälzung. Mhm. Das habe ich hier auch liegen. New Love, also die neue Liebe. Ja, Reichtum in dein Leben. Ja. Ja. Ausgleich, Balance mit der Waage. Pioniergeist einsetzen mit dem Widder. Und das geht gut voran. Soll klappen. Ja. Die Zähmungskraft und die Umwälzung. Ja, das verändert alles, ne? 4 habe ich hier. Also die Quersumme ist 4. Das Fundament, die Stabilität. Ich habe hier auch den Reichtum. Also Finanzen und Karriere auch. Ein Thema für den Löwen. Das Schöpferische, die Kreativität, mit der Eins nach vorne gehen. Also hier habe ich auch den Widder. Und was mir hier auffällt, ist die Zahl 3333. Achte da bitte drauf, Löwe. Ne? Ballast abwerfen hier auch.
Einige Löwen sollten bitte ein bisschen Sport machen. Ja. Sich dafür einsetzen. Also ein bisschen mehr Fitness, lieber Löwe. Dann haben wir die 9. Das sind für mich Belastungen aus der Vergangenheit. Ne? Das soll dann auch abgeschlossen werden. Ein Neustart ist hier, Löwe. Ja. Die 8. Der Kreislauf, die Unendlichkeitsschleife, die 9, ja, das heiratende Mädchen. Okay, ja, da geht man voran. Also man tut da auch was für. Also das beziehe ich jetzt auch auf die Fitness. Ne? Melde dich mal bitte in einem Fitnessstudio an, lieber Löwe. Das kann nicht schaden. Auf jeden Fall nicht. Na, das geht gut voran. Da haben wir den Aufbau zu zweit und hör auf deine Freunde. Also da habe ich auch die Dualität, die 2. Na? Und Kreativität und wie gesagt, das soll dann auch klappen. Ausgleich, Balance mit der Waage. Na? Von allem ein bisschen, aber niemals zu viel. Was die Arbeit angeht, ne, ist da auch was drin, ne? Also Bewerbung schreiben, Jobwechsel, eine Gehaltserhöhung, irgendwie sowas. Konkurrenz habe ich da aber auch im Beruflichen. Sei ruhig kreativ, lieber Löwe. Ja. Und nicht über die Stränge schlagen. Für den Löwe bitte. Was tut sich da bitte auf? Ah, Treffen, Dates, Einladung. Das kann sich auf die Liebe beziehen, aber auch auf den Beruf. Treffen, Dates, Einladung. Spontanität. Was haben wir da noch für den Löwen, bitte? Ja. Die Blockaden, die da waren, die sind gelöst. Da, Blockadenlösung. Ja, und dann haben wir hier den Aufbau. Da verändert sich einiges, lieber Löwe. Das dran arbeiten. Also da habe ich den Beruf ganz klar liegen. Also Berufsschwierigkeiten, also die Probleme, die lösen sich da zum Positiven. Das hatte ich aber hier auch schon gesehen. Da geht das beruflich ein bisschen aufwärts. Da haben wir wieder den Aufbau, den Wachstum. Also ein Karriereschub nach oben. Sei ja eine Gehaltserhöhung, eine bessere Position, irgendwie sowas. Jo. Die Öffentlichkeit. Was haben wir da noch für den Löwen? Bitte hoch, der Fußboden. Habe ich schon gesehen, darunter liegt der Schlüssel. Also die Lösung. Ich gehe trotzdem noch mal nach unten. So. Da haben wir den Schlüssel. Na? Was schließt der Schlüssel denn auf? Ja. Weiterbildung. Also das Lernen habe ich hier auch. Na? Eine neue Position bringt ja auch mehr Verantwortung. Unruhen. Aufregung. Stress, das bedeutet auch Stress. Ne? Aber setzt Pioniergeist ein, das hatten wir ja da auch. Hier habe ich dein Gegenüber liegen. Was ist das für einer? Was möchte der? Ah, der schaut direkt auf dich. Also ich habe euch hier als Paar.
Was gibt es zu dem Paar denn zu sagen? Aha, Belastung. Ja. Belastung. Das kann auch für die Ehe stehen. Ja. Da könnte ein Antrag ins Haus stehen. Wir hatten ja auch da oben das heiratende Mädchen. Da denkt jemand drüber nach, einen Antrag zu machen. Ja. Da sind aber noch Ängste, man traut sich noch nicht. Alles gut. Ne? Das Fundament, ja. Ja. Das Fundament ist noch nicht gegeben. Das Fundament ist noch nicht gegeben, aber der Gedanke ist schon mal da. Okay. Die Transformation, was ist die Transformation? Ja. Harmonie, Frieden und das große Glück. Ja, da sitzt man auch zwischen den Stühlen, lieber Löwe. Zwischen Familie, Karriere. Ja. So ein Karriereschub kann eine Beziehung auch belasten. Extrem belasten. Aber du sollst dir da nicht so viel Gedanken drum machen. Ne? So, was haben wir da noch? Auf deine Gesundheit solltest du lieber achten. Ne? Der ganze Stress. Ich habe hier den Stress liegen. Sei ein bisschen vorsichtig. Achte auf deine Gesundheit. Dass das nicht zu einem Burnout kommt. Das kann so eine Partnerschaft ganz schön belasten. Ja. Da haben wir nämlich den Turmsturz, die Warnkarte. Nicht übertreiben, Löwe. Ne? Alles in einem gesunden Maß. Such dir einen Ausgleich hier. Sport, Hobby. Ja. Die Zähmungskraft habe ich da ja liegen. Also, ja, mach das nicht so doll. Übertreib es nicht. Mit der Waage hier, der Balance. Also von jedem ein bisschen, aber niemals zu viel. Da soll nichts mehr kommen aus diesem Deck. Okay. Da habe ich nämlich auch wieder die Gesundheit drunter liegen. Pass ein bisschen auf, Löwe. So, was haben wir denn da noch für den Löwen? Was darf die Geschichte da noch erzählen? Die Öffentlichkeit. Was ist das? Ja, da habe ich nämlich hier dieses Burnout liegen. Burnout-Gefahr mit Sicherheit. Bisschen aufpassen. Also wirklich nicht nur ein bisschen, sehr aufpassen, bitte. Das alte Thema, der Chef. Kurzfristig. Nochmal. Und eine Entscheidung. Also das kann sogar sein, dass du eine Führungsposition in dieser Firma bekommst. Überleg dir gut, ob du dem gewachsen bist, ob du deinen Ausgleich hast, wo du abschalten kannst. Und das belastet die Familie auch, die Partnerschaft. Pass ein bisschen auf. Da. Gesundheitlich auf jeden Fall eine Warnkarte wegen dem ganzen Stress. Was haben wir da noch? Ja, die Belastung. Die Belastung, da sind sie wieder. Klarheit, Zukunft, Heilung, ja. Heilung. Und der Zusammenbruch und wieder die Belastung. Ja. Mehr kann ich dir leider nicht mitgeben, lieber Löwe. Also mehr sagen die Karten nicht. Pass auf deine Gesundheit auf, dass du dich nicht überarbeitest.
ne? Wegen der Karriere und deine Partnerschaft dabei so sehr belastest, auch noch, ne? Von allem hier mit der Waage ein gesundes Maß.